Also wir sind hier an engem Magazin von der Nationalbibliothek, wo hauptsächlich die sogenannten Fonds anciens an Bücher aus der Freie Reserve Précieuse, die heute Departement des Manuscrits et des Livres anciens heißt, stehen. Ihr seht, das hat alle guten, zum größten Teil wenigstens, keine Taschenbücher sind, die nur die so geht man dann betteln, sind also Bücher, die zum größten Teil aus den früheren Klosterbibliotheken oder aus dem früheren Jesuitenkollege, dem Vierlefer von diesem heutigen Athenäe, hier in die Bibliothek kommen sind. Die Bücher gehen benutzt, sie gehen oft gefroht. Spezialisten kennen sie. Und das ist ein Reichtum, von dem man nicht unbedingt als normalen Lektor von der Nationalbibliothek gibt, Mengen, das dann hier am Magazin steht. Die pourtant ganz real ist, die wir pflegen und auch durch Katalogieren wollen nur und nur abholen und zugänglich machen. Viel kostbare Sammlungen, viel rare Bücher, leider oft in einem schlechten Zustand. Konservatorisch wäre noch relativ viel zu machen. Worum es heute hauptsächlich geht, das sind die Litzebäuer Autoren, also die, die am früheren Duché de Luxembourg und Comté de Chigny geboren wurden, nicht unbedingt im heutigen Territoire von Litzebüch. Litzebäuer Autoren aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Bücher, die man von denen leid hun, die stehen hier in dem selben Magazin. Sie haben alle gut in einem Kott, die mit AL aufhängt, Auteur Luxembourgeois. Das sieht man hier. Sie stehen hier grosso modo an der alphabetischen Reihenfolge. Das fängt an mit Bernard de Luxembourg, dann hast du Bertels, da, de Binsfeld, also weiter, so vier. Und da schließt für eine Idee zu gehen von der Quantität von denen Litzebäuer, von Wirker von den Litzebäuer Autoren, die wir hier haben. Das sind sie natürlich längst nicht alle guten, wenn sich die Bibliografien, die es gibt, am Detail anguckt, dann sei denn, dass wir lange nicht alle guten Editionen haben von den Autoren, die es gibt. Schon gut in der Sekundärliteratur dazu. N'empêche, dass lang mit dem, was hier steht, was über die Jahrzehnte auch von meinem Viergänger schon gesammelt gauf, genug Material da ist, für viele Forscher Jahrzehnte lang gewisse Mengen am Brot zu halten. Hier wäre ein Buch von, wenn ich mich nicht irre, vom Sleidan, einem Litzebäuer Historiker, den zu Schleide geboren auf. Ups. Da sieht die wunderschönen Koffer gestachen Titelblätter. Das ganz wenig über das Sleidan geschafft, denn das eh von den großen Autoren, die zu seiner Zeit als Historiker wirklich europaweit berühmt wären. Von dem haben wir ein ganz rich Bücher herstellen, die alle Gute nach der Erforschung haben. Geht hier vier und im Neck, also das nicht gedo, mit einem EP. Hier geht es mit den Litzebäuer Autoren AL, also nein, ja, vier und in Vernuleius, den auch kam studiert das, STU für Sturm, den Sturm, der seinerzeit ganz berühmt, den hat den Gymnasium zu Straßburg gegründet. Der ganz große Pädagog, den eng Nierfzingen Ausgaben von Kommentaren von klassischen Autoren, sich viel mit der Frau auseinandergesetzt hat, wie in der Schule halten, also im Niveau vom Lycée, und hat pädagogische Programme geschrieben, die zum Teil indirekt haut nach Bayern am klassischen Gymnasium umgesagt gehen. Weil der Sturm wäre auch am 16. Jahrhundert von denen ganz, ganz großen, den weit außerhalb von seinem direkten Bereich, wo gewirkt wurde, zu Straßburg, europaweit gelesen, rezipiert, seriös geholt und leider auch ganz wenig studiert hat. Madame Keilen, Herr Delvaux,
liebe Luc Deitz, die Damen und die Herren, liebe Freunde von der Literatur. Der 4. Mai 1874 kann ich in einem kleinen Artikel am Lützebäuer Wort, an dem und Lützebäuer aus einer früheren Zeit erinnert wird, folgend Sätze lesen. An dieser Stelle haben wir der Gelehrten und Schriftsteller, die das Luxemburger Land erzeugt hat, besondere Erwähnung zu tun. Von Natur schon ist der Luxemburger mit glücklichen Anlagen begabt, die er durch Fleiß und Ausdauer zur glänzenden Entwicklung bringt. Ist das Vaterland auch oft zu eng, um dem Talente ein ergiebiges Feld zu bieten? In der Fremde findet es anerkennende Aufnahme. So sehen wir, dass Luxemburger durch Gelehrsamkeit ausgezeichnet, durch ihre Schriften in großem Ruhme stehend, die Zierde wichtiger Lehrstühle, ja, die Bewunderung großer Städte waren, wie Löwen, Lüttich, Trier, Köln, Wien, Madrid, Paris. Trotz dem patriotischen Hoffart, die bei diesen Aufhängsätz matt klingt, als nicht zu kaschieren, dass die internationale Renommee von denen Schriftstellern und Intellektuellen, die gemengt sind, jetzt geht um die, die bis ans 17. Jahrhundert gelebt haben, schon am Lützeburg vom 19. Jahrhundert vergisst geworden. Und dabei erinnert den anonymen Autor vom Artikel u 86 Autoren vom N vom 13. Jahrhundert bis und dann vom 18. Jahrhundert. Da fallen daneben vom Nicolas Mameranus, Peter Binsfeld, Johann Thierry oder Alexander von Wildheim. 1874 stungen so neben an einem Artikel, der bezeichnenderweise den Titel Vermischtes gedrohen hat. 140 Jahre mit spät sind die neben immer noch just ein fait divers Vermischtes an der Kulturgeschichte zu Lützeburg. Kaum eh von denen nimm als an der Memoir-Kollektiv verankert. Du beginnet Munchgren. Ein zentraler ist den, dass sich der moderne Staat von Lützeburg auf Dieve vom 19. Jahrhundert stützt, was mit der territorialen Identifikation vom Grand Duché zusammenhängt. Ein anderer Grund ist den, dass die Vierstellung vom Nationenkonzept nicht überdrohbar ist an die Zeit 1815. Ein weiterer Grund ist den, dass die Schriften von den Intellektuellen Dax auf Latein geschrieben wurden, was ab dem 19. Jahrhundert nicht mehr die Langue vehiculaire zwischen den Intellektuellen zu Lützeburg war. Ich meine aber, dass es in der Zeit ist, justement um die Gelehrte Schriftsteller insbesondere vom 16. und 17. Jahrhundert zu erinnern, weil sie an der Kulturgeschichte nicht just ein fait divers waren. Für und allem an Zeiten von Nationalismen und Irrationalismen schenkt der Wert, um die humanistisch Bildungsideale zu erinnern, dohuna, das Wissen, Weltoffenheit, individuellen Ersatz, an traditional Planen an den allgemeinen Willen zur Erneuerung ein Neidmenschenbild ausgemacht. Die Renaissance dreht der Renouveau von der klassischen Antiquität programmatisch am Nomen, sowohl von der römisch-latinischen wie auch von der griechisch-hellenistischen. Man war am 15. und am 16. Jahrhundert darüber heraus entstanden als eine präzise Textkritik an eine Sichtweise, bei der rationalistische Argumente dominiert tun. Also gut, Politik gehört zu einer Staatskunst an Geschichte, das erklärt ging aus den Toten von den Menschen. Beim Humanismus, den Hofrisch, ein Neid auf Fried Menschenbild proklamiert wird, kommt zu einem kritischen Denken, bei dem er sich frei von Dogmen nach Systemen gemacht wird, bei dem Betrüstung von der Natur ob Experienz, als systematischer Forschung, nicht mehr ob Spekulation, als Glauben sollte beruhen. Es ist eine Zeit, an dem den Adel von der Vernunft über die Geburtsadel gestalt und Meriten an den Mittelpunkt gestalt gauf. Ich meine also, dass es in der Zeit ist, dass er sich am 21. Jahrhundert nächst und Zeit vom Humanismus erinnert
und dass wir allein zu Lützeburg mal nicht die Zeit vom 15. Jahrhundert an sollen entdecken. Wir sind Doktoren von Demos. Was haben sie geschrieben? Wie ein Problem haben sie beschrieben? Wir wollen allein an der Nationalbibliothek an den nächsten Jahren systematisch und die vergessenen Jahrhunderte erinnern, auch für andere kultur- und literaturgeschichtliche Referenzsysteme zu explorieren. An einem Jahrhundert von einem Repli identitär kann ihn auch nicht an die gelehrt erinnern, die hier daheim verlosen, für ein Largesse d'Esprit an ein Wissen zu entwickeln, die uns staunen den. Wir wollen das leihen an der Nationalbibliothek lesen, weil leihen die hunderte Bücher aus der Zeit leihen, aber weil wir mit Luc Deitz, ein habilitierter Gelehrter am Latein, an international unerkannten, aber zu Lützburg leider nicht bekannten Spezialist von der Literatur vom 16. Jahrhundert zu unserem Madabestazielen. Zusammen mit nationalen und internationalen Spezialisten wird hier ein Lexikon von den Autoren 1815 realisieren. Wir meinen, dass das Interesse um 16. Jahrhundert an der Renaissance ein Spleen von einem pur wenigen wir, die kennt sich einfach nicht aus an der europäischen Philologie. Das Jahr, 2020, als die Tüte von André Delvaux über den Barthélemy Latomus herauskam, den dem Erasmus von Rotterdam nachstellt. Dem Herr Delvaux seine These ist eigentlich eine Biografie, intellektuell, nicht einfach eine Biografie, an der die Stationen von einem Leben abgelöscht gehen, mit einer Erzählung, die Dünität und Kohärenz von einem Leben als einer Entwicklung durchstellt. Das ist ein schweres Exercice, weil in die Personage, über die ich schreibe, gewissermaßen von Bannen heraus und nicht nur von Bausen muss kennen. Auch das Jahr, als dem Lydia Keilen hier Arbeit über die Gedichte von den Poeten von den Corinthianern herauskommen, die sich rund um den Johann Goritz versammelt haben, den zu Kirch auf die Welt kommen. Hier, den Ex-Germanis Luxemburgensis, hat zu Rom gelebt, und da sind den Nikolaus Kopernikus, Erasmus von Rotterdam, Martin Luther, Michelangelo oder Benvenuto Cellini bei ihm an den Ausgängen. Zu Lützeburg ist den Johann Goritz oder Coritius an der Literaturgeschichte vielleicht noch bekannt über den Pierre Grégoire seine Erzählung Die Entdeckung des Giano Corizio. Aber das ist vielleicht doch just ein Wunschdenken von meiner Seite. Lydia Keilen wird als echt das erste Buch von den Corizianern an Französisch übersetzt. Wann haut an der Literaturgeschichte zu Lützeburg und Journée de la Poésie zu Mondorf oder an den Cercle de Kolbach erinnert wird, da ist meiner Meinung nach an Zukunft auch und doch die Coriziani erinnert gehen, wo sich Künstler, Dichter und Intellektueller getroffen haben. Auch 2020, als der Matthew Tibble seine Etude über den Nicolaus Mamaranus von Mama herauskommt, der Poeta Laureatus unter dem Charles V. war an unter anderem um Hof von der Meritudor gewirkt wird. An all denen drei Arbeiten, vom André Delvaux, Lydia Keilen und Matthew Tibble, geht immer dem Luc Deitz merci gesucht für seine Unterstützung. Das ist kein Zufall. Und dafür darf ich ihm als Spezialist Wort geben. Merci, dass du uns an die Forschung von Haut über deine vergessene Epoche mit nahe bringst. Und merci und uns an Wittchen, die an die Nationalbibliothek gekommen sind, für uns hier Recherche mit nahe zu bringen. Herr Direktor Leve Klotz, die Damen und die Herren, Leif Frin von der Nationalbibliothek auf der Lützeburger Literatur, herzlich willkommen. Die Lützeburger Literatur am 16. Jahrhundert, den Titel von dieser Manifestation von Haut, klingt paradox am Sinn von Honorwert. Govet, so etwas überhaupt. Vajo, Verona kann in dieser Literatur erkennen, an so gut, wann ich gehe unheulen, dass es Lützeburger oder von Lützeburger geschrieben Literatur am 16. Jahrhundert gauf, da wäre immer noch zu frohen, ob es überhaupt da wäre, das für sich hier unzuheulen, als sich da mal auseinanderzusetzen.
En guise d'introduction, ging ich mich demnach vertieft diesen drei vorwählenden Stellen auch kurz ob sie agoen. Ich brauche nicht zu betonen, dass es von dem Film Freien Yolanda etwas nochmal aufgesagt, am 16. Jahrhundert kein Text da auf Plätzeboyisch gibt. Ob schon seit an der Freier Neuzeit, zum Beispiel bei einem Goropius Becanus oder bei einem Jakob Mehlbaum, durchaus eine Reflexion darüber gauf, weil es Spruch ist, an wo sie hier kennt. Das hilft aber nach lang nicht, dass Autoren, die am dämonischen Litzeburg auf die Welt kommen, an Großkaufen, kein Bewusstsein von ihrer Origin an Domat von ihrer Identität gehabt hätten, auch wenn sie, wie das ausnahmslos der Fall wäre, am Ausland gewirkt, an dort zum Teil ganz weit bräucht. Für festzulegen, wie ein Demolz am eigentlichen Sinn in Lützeburger Autor war, gibt es am Ende an drei Kriterien. Den ersten, als literaturwissenschaftlich gesehen ein bisschen unbefriedigend, mir hat den unbestreitbaren Merit, dass er eindeutig ist. Hier geht er ja sowohl hier am Haus für die Sammlung von den Luxemburgensier, wie auch am Centre National de Literature zu Mirsch für den Luxemburger Autorenlexikon mit Succès als heuristische Kategorie benutzt. Ein Lützeburger Autor ist par Definition ein, den an diesem Kontext um Territoire vom früheren Duché de Luxembourg und Comté de Chigny geboren auf, aber nicht forcément do gewirkt und publiziert wird. Diese Definition, die sich allgemein auf den Lieu de Naissance berifft, erlaubt zum Beispiel auch nach Hautschesters, den Übersetzer und Literaturwissenschaftler wie Pierre Joris, den nach seiner Premiere am Dickricher College sehr ganz aktiv die Leben am Ausland verbracht hat, also außerhalb von Lützeburg, trotzdem als E von Eis uns gesehen. Sie soll, also die Definition, soll demnach auch für das 16. Jahrhundert am Freien Neuzeit allgemein dürfen gelten. Den zweiten Kriterium, den ich will festhalten, ist den, dass ein Autor sich selber als Lützeburger bezeichnet, und auch als solche für seine Zeitgenossen ugesinn und ugeriert gibt. Was damit gemeint ist, konnte auf der Invitation, die wir rausgeschickt haben, gesehen, die zwei Personagen, die zu ihrer Zeit durchaus als Lützeburger, wie sieht es hier, identifiziert, was evidenterweise nicht denkbar gewesen wäre, weil sie sich nicht selber so viel Gestalt an zu dieser Identität bekannt hätten. Den dritten Kriterium ist ein, wenn ich darf, so ein rezeptionsgeschichtlichen. Ein Lützeburger Autor ist ganz einfach ein, den an der wissenschaftlichen Fachliteratur, an allgemein an der Literaturgeschichtsschreibung, mit einer gewissen Selbstverständlichkeit als solche genannt wird. Ich gebe ein paar Beispiele. Denn Eugène Wolf titelt 1902 ein Humanist luxembourgeois aus 16. Siècle, Barthélemy Latomus d'Arlon. Die große jüdische Gelehrten Georg Ellinger, den sich 1939 mit 80 Jahren kurz ehe sollt an Konzentrationslehrer von Theresienstadt deportiert in Kleve geholt hat, schreibt das in einer unsterblichen Geschichte der neulateinischen Literatur Deutschlands im 16. Jahrhundert immer nächst vom Johann Goritz aus Luxemburg oder vom Luxemburger Nikolaus Mamaranus. Und nicht mehr spät wie das Jahr, denn er konnte schon darauf hingewiesen, fängt den Matthew Tibble, den zu Edinburgh seine These über den Nikolaus Mamaranus geschrieben hat, die von der pure Woche recht bei Brill rauskam, sein Buch mit folgendem Satz: On the 20th of March 1557, the Luxembourgian poet Nikolaus Mamaranus arrived in England. Voilà. Wie die drei gerade zitierte Stimme beweisen, gibt es demnach an ganz verschiedene Kulturkreise, an ganz verschiedene Sprachen ein Bewusstsein davon, dass es auch schon 1415 so etwas wie eine Lützeburger Literatur gab, an eine Lützeburger Literatur, der wir sicher nicht brauchen zu schummeln. Somit komme ich zu meinem zweiten Punkt, nämlich der Frage, ob es sich überhaupt rentiert, sich mit diesen Schriftstellern auseinanderzusetzen. Wenn ihr sich die zwei Bücher, die heute am Mittelpunkt von unseren Gesprächen stehen, anguckt, gebe ich Menge, dass die Frage sich eigentlich gar nicht stellt. Ich hatte Chance, und ich muss so noch die große Fred, die zwei Wirker, die alle beide in seiner Doktoratsthese auf vier Gänge sind, von Anfang an zu begleiten und zu patronieren. Den André Delvaux gauf 2016 Souffereur,
als elfte Litzebäuer überhaupt auf der École pratique des hautes études, 4e Sektion, zu Paris, avec les félicitations du Jury promoviert. Dabei muss ich wissen, dass er sich auf der École pratique, anders wie auf einer normalen Universität, nicht einfach so kann abschreiben, mir das dann general öfter schwerer ist, als Student oder Doktorand überhaupt beizukommen, an Ugeholz zu gehen. Lydia Keilen, seinerseits, hat sein Rigorosum 2017 auf der Universität Trier am Fachbereich 2 gemacht, akut sein Doktortitel, do ebenfalls mit der höchstmöglichen Auszeichnung, nämlich Summa Cum Laude, zuerkannt. 2018 hat auch als echt an bis zu 90 Litzebäuerin den Förderpreis der Nikolaus-Koch-Stiftung Trier zur Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der Universität. Ich erzähle das nur nicht für einen zwei Protagonisten zu blimmeln. Ich will damit just unterstreichen, dass am gelehrten Ausland, und zwar auf allerhöchstem Niveau, ein reelles Interesse und Eisenauteure besteht, an das Derbechten, die über sie entstanden sind, sogar mit unerkannten und höchst dotierten Preisen do ausgezeichnet gesehen. Mit aber nicht genug. Es kann ja bald so, dass Litzebäuer Literatur aus dem 16. Jahrhundert noch nie so viel Editorialresonanz als Süchse hatte wie das Jahr. Auch darauf wird Herr Konter schon hingewiesen. Während dem ersten Konfinement, nämlich am Frühjahr, sind die zwei Bücher, die hier geschwörwerte Viergestalt gehen, nämlich bald zeitgleich bei zwei Maisons d'Edition herauskommen, die am französischsprachigen Raum ohne Zweifel am Bereich von der Renaissance und Freie-Neuzeitstudien tonangebend sind, an denen weltweit an alle großen Recherchebibliotheken findet. De Mandredel, wo sein Buch, also in der Kollektion Cahiers d'Humanisme et Renaissance von den Editionen Dro zu Genf publiziert kann, wo auch heute noch auf der Enseigne über dem Boutique steht Livre d'Erudition. An dem Lydia Keilen sein Buch kam an die Klassik de l'Humanisme bei der Belles Lettres zu Paris raus, dem Verlag für Humanité schlechthin. An dem Zusammenhang hat auch die Nationalbibliothek als Institution eine wichtige Rolle zu spielen. Per Gesetz haben wir bekanntlich eine Doppelmission, einerseits als Bibliothek Patrimonial, und andererseits als Bibliothek Scientifique et de Recherche. Also neuen Direktor, den Herr Konter, hat von seinem ersten Tag festgehalten, dass es für eine Bibliothek de Recherche nicht durchgeht, ein paar Dauer Enzyklopädien oder Referenzeditionen an Regale oder online zu stellen, wie dass sie auch aktiv selber soll Recherche betreiben. Sie wird, dass die Leute, die an der Biennale auf einem gewissen Niveau schaffen, einer Chercheuren encouragieren und encadrieren. Sie wird, dass sie selber wissenschaftlich wirken, die im Zusammenhang mit also Kollektionen stehen, veröffentlichen. Erlaubt mir, auf dieser Platz aber zu sehen, dass mit denen ungefähr 1200 Seiten bester Wissenschaft, die wir heute vorstellen, das Potenzial von allen Litzebäuer Autoren, von denen wir wirken hier im Haus, haben, knapp ugekratzt das. In einem Magazin lagen bald 1000 Bücher, schon mittig gezählt, schade, bei einer konservativen Schätzung, an ob manst enger Hunderter von hochkarätigen Autoren, die nehmen drauf werden, geliers, übersat, kommentiert und neu belieft zu gehen, wobei all einzelne Schrack, den ihn an die Richtung geht, ihn unweigerlich an Neiland feiert. Was für alle Literaturwissenschaftler evidenterweise von allen denkbaren, die allerdankbarst Ausgangssituation dürft sind. Ich will abschließend noch ein paar Suggestionen machen. Mit der Manifestation von Haut geht es also auf keinen Fall darum, ein Paradigmenwechsel an der Litzebäuer Literaturgeschichtsschreibung überhaupt zu beschweren. Das nämlich als ein Wort, was den besser nicht an den Mund soll holen, weil es sonst noch riskiert, sich Zungen drin zu verbrennen. Ich ging aber mehr bescheiden, aber ich meine durchaus realistisch, für eine größere Ouvertüre, gewissermaßen für eine Erweiterung von der Perspektive auf die Renaissance und auf die freie Neuzeit hin für eine Nationalliteratur wollen plädieren. Für das Tat kann gelingen, also allerdings nötig, sich mit mehr allgemeinen Fragen zum Literaturbegriff auseinanderzusetzen. Kolleginnen und Kollegen von mir schreiben über den Autorenlexikon, und ich darf das kurz zitieren,
Als Schriftsteller werden jene Autoren berücksichtigt, die mindestens ein literarisches Buch veröffentlicht haben und oder im literarischen Leben des Landes eine aktive Rolle spielen. Nicht aufgenommen werden in der Regel Journalisten, Autoren von Sachliteratur und wissenschaftlichen Fachtexten. Soweit Zitat. Da das eine Definition oder plutôt eine salutäre Erschränkung, die für ein Lexikon, den am frühen 19. Jahrhundert aussetzt, durchaus sinnvoll, aber berechtigt das. Wie sie dort eigentlich nicht viel, wenn ein bisschen mehr weit an der Zeit zurückgeht. Leser vom Ernst Robert Curtius singen großen Werk europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, wissen, dass an der Antiquität, an der Mittelalter, nicht nur nicht zwischen Prosa und Dichtung in der Schied gauf, weil sie alle beide in einem Begriff wie zum Beispiel Rhetorik oder Eloquenz konnten subsumiert gehen, mehr auch, dass es eigentlich kein Wort für Dichtung gauf. So erstaunlich, wie das auch klingt. Wenn wir als der frei neuzeitlicher Literatur will es seriös unhören, da können wir das wenigstens nicht mit Gattungs- oder ästhetischen Kriterien machen, die als Hautzweige läufig, am besten Fall aber nicht mehr für die letzten 200 oder 250 Jahre gültig sind. Ich meine, es gibt keinem Abfallen zu sagen, dass Leute wie ein Herodot oder ein Thukydides, der Livius oder den Tacitus kein Schriftsteller wären. Auch wenn sie an einer moderner Kategorisierung wie der Lyrik nach romanhaft verstanden, Belletre geschrieben haben, mehr Historiker wären. Ein von den wichtigsten literaturwissenschaftlichen Texten aus der aller Welt, dem Longin, sein Traité du Sublime über das Erhabene, mischt kein Unterschied zwischen Prosa und Dichtung. Auch am Heinrich Lausberg, seinem Handbuch der literarischen Rhetorik mit dem schönen Innertitel Eine Grundlegung der Literaturwissenschaft, finden ein aber 12 Beispiele dafür, wie Prosa-Schriftsteller Kunstprosa geschrieben haben, für den Begriff vom Eduard Norden zu gebrauchen. Und geht auch nicht um Soss, die für modernen Ohren bald nur einem Oxymoron klingende Begriff von der Fachschriftstellerei. Ich will bloß auf dieser Platz nach nicht so viel lang theoretisieren, mir just programmatisch soen, dass für eine adäquate Behandlung von den obmannst echten 300 Jahren, wo Schriftsteller aus oder zu Lützeburg literarisch tätig wären, die subjektiv-ästhetische Dimension handelt der objektiv-historischer muss zurücktreten. Denn Auteur soll am Sinn vom latinischen Auctor definiert gehen, als den, den einem schriftstellerische Werk zu literarischer Geist von Augere verhelft. Auch von der Vierk dann gemoß und den heianstu über ängstlichen, an oft reduktiven, an ideologisierten Moosstier von Haut, vielleicht echt an den Grenzbereich gefallen, wo die Literatur an Didaktik, Panegyrik oder die Historiografie übergeht, ohne aber je ganz daran abzugehen. Wie das sie für den Moment nach Gedankenexperimenter, Spielereien für Zukunft, eine Zukunft, an der wir hoffen, mit den Ressourcen von der BNL und mit allen Wissenschaftlern, die hier im Land und auch im Ausland bonne voluntatis, guten Willens sind, den großen, vergessenen Lützeburger Schriftsteller die Platz an der europäischen Literatur können rühmt zu gehen, die sie zu ihrer Zeit oft hatten, an die sie auch haut mengenig nach immer verdient tun. So. Ich habe noch mehr wie genug geschwart. Lust ich vom Lydia Keilen und Lust ich vom André Delvaux oder von Iva Zegen, que le coup en vaut la chandelle.